Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Wie konnte ich so blind sein? Das Monster hatte einen Verbündeten. Ich versteckte mich in der Dunkelheit neben seiner Zelle und sah mit eigenen Augen, wie einer der Ärzte ihm was zuflüsterte. Ich würde sagen, sie sah ihn zärtlich, fast mit Begierde, durch die durchsichtige Barriere an. Meine Haut erschauderte vor Ekel, als sie das Glas küsste. Das Verlangen bekämpfend, den Kopf der Frau durch die Scheibe zu schlagen, ließ ich sie gewähren. Der grässliche Clown würde vielleicht Geheimnisse mit ihr teilen, die nützlich sein könnten, wenn der verrückte Hund endlich erschossen würde. Ich bin sicher, die Frau würde mir alles erzählen, was sie weiß. Wenn nicht freiwillig, dann würde ich sie mit elektronischen Mitteln überzeugen. Und danach vielleicht eine Lobotomie. Pech für jemanden, der so jung ist. Aber ihre Lust hat Arkens Ruf aufs Spiel gesetzt. Ja, eine Lobotomie, das ist es. Es gibt keinen anderen Weg, der in dieser außergewöhnlich traurigen Sache ihr Schweigen garantiert. Wieder ertappte ich mich dabei, wie ich ihn ansah. Keiner kann ihn heilen. Er lacht denen ins Gesicht, die es versuchen. Amadeus hätte ihn nicht leben lassen. Das sollte ich auch nicht. Ein letzter Schluck Cognac und ich war soweit. Er sah zu, als ich in die Zelle kam. Er lächelte, als ich ihm das Messer zeigte. Ich sagte ihm, wie ich es benutzen wollte, wie ich die Stadt säubern will. Und dann der Terror. Ich war paralysiert. Ich wehrte mich. Ich schrie, aber ich blieb ruhig. Das Monster sah mich an, ausdruckslos. Er zog mein Messer langsam über meine Stirn. Ein Lächeln zog sich über sein schreckliches, porzellanartiges Gesicht. Und ich hörte, wie ihm der Dreck aus dem Mund fiel. Er lachte und redete mich mit diesem schrecklichen Namen an. Das muss Crane sein. Noch einer, der es nicht verdient hat, zu leben. Wieso erfreuen sich diese Leute am Chaos? Besonders Joker wünschte sich Anarchie herbei. Und sein Ausbruch wird die Stadt sicher ins Chaos stürzen. Ich spüre, das ist das Ende meines Tagebuchs. Joker wird man wieder einfangen. Meine Geschichte wird erzählt werden. Ich habe keine Angst. Wenn Arkham mein Gefängnis wird, will ich sicher sein, dass ich mein Bestes gegeben habe. Man wird sich meiner erinnern. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Obwohl Amadeus schon lange tot ist, lebte sein Geist weiter. Er überlebte und zog durch die Mauern der Anstalt. Als ich ausgewählt wurde, war ich stolz. Ich fühlte mich geehrt, seine Arbeit fortzusetzen, die Stadt zu säubern. Wenn ihr entschlossen genug seid, meinen Geschichten zu folgen, ist euer Wille stark genug, daraus meine Identität zu folgern. Komm und finde mich, Freund. Zusammen werden wir Gotham retten. Mein Name ist Quincy Shark, der Geist von Amadeus Arkham. Du hast gut daran getan, meine Geschichte zu entschlüsseln. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich vertraue darauf, dass du aufgrund meiner Aufzeichnungen das Richtige tust. Bitte. Ich flehe dich an, setze meine Arbeit fort. Die Stadt verdient einen Retter. Bitte führe meine Arbeit fort.